Meine Damen und Herren, zu unserer aller Freude, so müsste man es eigentlich überschreiben, wenn dieser junge fünfjährige Herr hier die Arena betritt. For my pleasure. Der Name deutet es schon an und vor allen Dingen beim Anblick seiner Silhouette weiß man eigentlich schon, welcher Übervater da zu uns kommt. Viele, viele Jahre in der deutschen Nationalequipe, wie gesetzt, der großartige For Pleasure, der uns hier auch typmäßig entgegenleuchtet. Dann das weltmeisterliche Blut des Vigo Darcy dahinter. Wer kennt es nicht? Die Damen noch einmal richtig vermögen. Ja, wir sind sehr froh, dass wir zusätzlich Mattes gewinnen konnten, der das ja so unwahrscheinlich harmonisch und gut mit den Pferden hinbekommt. Wir haben hier einen For Pleasure Sohn, den habe ich mal gerichtet beim Freispringchampionat in Holland. Er war dort siegreich und ich hatte mich gleich auch wirklich in ihn verliebt, so ein schöner Fuchs mit heller Mähne, hellem Schweif, der wirklich dort überzeugte in seiner Souveränität, der super sprang und das Blut hatte mich auch wirklich begeistert. For Pleasure, Vigo, die Damm. Das ist das, was wir auch gut gebrauchen können für unsere Stuten und den Hengst haben wir schon eingesetzt letztes Jahr, da sind schon bei uns auch zwei Fohlen geboren. Ich war ja nicht sicher, wie das wohl mit der Größe ist, weil er ist ja doch im mittleren Rahmen. Aber er hat sich auch groß vererbt. Und die Mutter selber ist eine ganz tolle Stute, die Michael von der Fleuten reitet. Die ist jetzt 9-jährig, 7-jährig international im Sport gegangen oder geht international im Sport auf 1,40, 1,45 Niveau. Und aus diesen hervorragenden Müttern, die auch selber ihr Können im internationalen Sport beweisen, aus diesen Müttern haben wir natürlich am liebsten die Hengste für unsere Station. Er hat ja in diesem Jahr auch seinen Test gemacht, war dort Springsieger in Polen. Das war in Holland auch beim Freispringen, das hat mich auch fasziniert, mit welcher Souveränität und welchem Vermögen er das da absolviert hat. Der kann einfach reiten. Schade, dass wir jetzt keine Zuschauer haben, aber unser Helferteam hier, aber ich glaube, ihr könnt mal einmal klatschen, weil ich fand das jetzt echt gut, dass wir so ein bisschen die Stimmung jedenfalls mal haben. So, Dankeschön.